Herzlich willkommen zur digitalen Medienrunde mit unserem Bundestrainer Horst Rubesch. Schön, dass ihr euch alle so zahlreich zugewählt habt. Und damit starte ich gleich mit der ersten Frage an unseren Bundestrainer Horst Rubesch. Die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele stehen bevor, in Linz gegen Österreich und in Aachen gegen Island. Wie ist die Stimmung? Wie sehr freust du dich auf diese beiden ersten Quali-Spiele und vielleicht vor allem auf das erste Spiel in Österreich, denn da hast du ja auch einen ganz besonderen persönlichen Bezug. Ja, tschüss. Ich meine, ich habe mich einige gefreut, als die Auslosung damals kam. Und nein, ich denke, es ist auch eine Gruppe, die interessant ist, aber die machbar ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, nein, ich denke mal, wir müssen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben, mit dieser Art und Weise Fußball zu spielen. Wir haben, glaube ich, wenn ich mal zurückblicke noch, haben wir 5 gute Halbzeiten gespielt mit Dänemark, dann eben die zweite Hälfte gegen Frankreich und vor allem das letzte Spiel gegen Holland. Und ich denke, das muss der Anspruch sein, den wir auch an uns haben, und auf dem Weg wollen wir nicht weitergehen. Der Kader ist seit gestern bekannt und damit würde ich jetzt auch schon die Fragerunde eröffnen. Gerne eure Fragen an Horst Rubesch. Frank Hellmann. Ja, Herr Rubesch, schönen Gruß. Ich würde Sie tatsächlich zum Kader fragen. Sie haben ja mit der Bibiane Schulz-Solano sozusagen einen Überraschungsgast aus dem Hut gezaubert. Sie hat in Frankfurt, habe ich nochmal geschaut, hier 10 Spiele gemacht, aber nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Also können Sie nochmal sagen, wie sind Sie auf sie gekommen? Was schätzen Sie an ihr? Und ich würde natürlich auch fragen, warum dann Sophia Kleinherne nur auf Abruf, wenn halt eine Marina Hegering fehlt? Steht da jetzt sozusagen eine Spielerin von Athletic Bilbao in der Hierarchie vor ihr? Ja, Sie haben ja gesehen, dass wir in der Lage sind, auch anders zu besetzen. Also ich habe auch Omi schon Innenverteidiger spielen lassen. Außerdem, sonst haben Sie ja immer gesagt, wir haben nur 2 Mannschaften, wo wir die Spieler einladen. Jetzt sind 10, wo wir die Spieler einladen. Zum anderen sage ich Ihnen auch, ja, wir gucken über den Tellerrand. Das haben wir gemacht, das habe ich vorher schon gemacht. Und das habe ich jetzt auch wieder gemacht. Wir haben auch in Österreich geguckt, da gibt es auch noch deutsche Spielerinnen. Sodass wir da eigentlich komplett offen sind, was den Kader angeht, in der Form. Und nein, wie gesagt, für uns war es eigentlich wichtig, zu gucken, zu beobachten, zu sehen, was für Möglichkeiten haben wir noch, wo können wir den Kader noch verändern, wo sind noch Spielerinnen, die für uns in Frage kommen. Und das haben wir getan. Und nachdem wir die Sichtung abgeschlossen haben, haben wir uns dazu entschlossen, den Kader so aufzustellen. Ulrike John. Hallo, Herr Rubesch. Hallo. Alexandra Popp fehlt ja bekanntlich, Svenja Hut ist zurückgetreten. Wer wird denn Kapitänin sein in den beiden Spielen? Normalerweise habe ich es immer so gehalten, für mich früher, wenn ich Mannschaft hatte, dass ich den Kapitän bestimmt habe. Ich werde mit den Mädels reden und dann werden wir entscheiden, wer dann in den Spielen als Kapitän aufläuft. Können Sie vielleicht trotzdem ein paar Kandidatinnen schon sagen? Nö, das mache ich eigentlich nie. Gegebenen Zeitpunkt dann mitbekommen. Und damit machen wir weiter mit einer Frage von Max Jakob Ost. Hallo, Herr Rubesch. Sie haben jetzt gesagt, 5 gute Halbzeiten habe man gespielt, hat ja auch alles geklappt. Wie wollen Sie denn das Team weiterentwickeln? Gibt es noch neue spielerische Ansätze, die Sie vertiefen wollen? Was waren so die Hausaufgaben, die Sie mitgenommen haben aus den letzten Spielen? Danke. Ja, für mich ging es eigentlich darum, ich denke mal, und das ist ja international eben der Maßstab, dass du eine gewisse Geschwindigkeit haben musst, körperbetont spielen kannst und vor allen Dingen in der Lage bist, sag ich mal, die Spiele selber zu bestimmen. Das haben wir getan. Das haben wir vor allen Dingen in Holland getan, dass wir wirklich von der ersten Minute an aggressiv gespielt haben, nach vorne verteidigt haben, wie das so schön heißt. Und dann eben halt, sag ich mal, die Tür nicht mehr aufgemacht haben, sondern waren in der Lage, über 90 Minuten das so durchzuspielen. Und ich denke, das spricht auch für die Mannschaft, muss man ganz klar sagen. Und für mich war es halt wieder wichtig, an den Punkt zu kommen, wie es vor 3 Jahren auch war, dass die Mannschaft an sich glaubt. Das hat sie gegen Dänemark schon getan. Sie hat es in der ersten Halbzeit, deswegen war ich ein bisschen stinkig nach der ersten Halbzeit in Frankreich, dass wir es da nicht so genommen haben, wie wir es normalerweise gemacht haben. Und in der zweiten Halbzeit war es wesentlich besser. Und man hat es auch, glaube ich, an der Reaktion der Franzosen gesehen. Sie haben 3-mal defensiv gewechselt. Und ich denke mal, wenn das Tor vielleicht ein bisschen eher fällt, dann hätten wir sogar noch einen Sieg der Nations League spielen können. Weitere Fragen?
Frank Hellmann. Herr Rubisch, ich würde Sie noch mal fragen, gerade Österreich, die Österreicherin, Ihre Kollegin Irene Fuhrmann, die hat sozusagen fast gejubelt. Die haben sich Deutschland explizit gewünscht. Es gab ja dieses Spiel auch bei der EM. Es gab eine EM 2017, wo Österreich sehr viel Euphorie im eigenen Land ausgelöst hat. Also A, was erwarten Sie? Und ich würde gern wissen, warum sind Sie so früh schon in Linz? Also sind ja diesmal nicht auf dem Campus, sondern direkt treffen sich in Österreich und bereiten sich da vor. Gibt es dafür einen Grund? Und wie gesagt, sagen Sie bitte was nochmal zu Österreich, zu diesem Prestigeduell. Ja, zu Österreich kann ich einfach sagen, ich habe mich auch gefreut, dass wir Österreich gezogen haben, weil ich habe gute Verbindungen nach Österreich auf der einen Seite. Ich habe die Österreicher selber schon zu damaliger Zeit in Essen gespielt. Und nein, ich habe Österreich, auch was die Frauen angeht, eigentlich immer ganz gut verfolgt. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut informiert, was das Spiel angehen wird. Dass sich meine Kollegen gefreut hat, freut mich auch. Und warum wir so früh, oder was heißt so früh anreisen? Wir haben gesagt, dann haben wir keine zusätzlichen Reisezeiten, sondern wir reisen ganz normal am Montag an. Dann haben wir den Dienstag, den Mittwoch, den Donnerstag und am Freitag geht es schon los. Also wir haben eine Zeit, wo ich einfach sage, da kannst du die Spannung aufbauen und du kannst sie auch halten bis zum Spieltag. Und ich denke mal, ich glaube, das weiß jeder, das wissen Sie auch, Österreich hat optimale Bedingungen auch zum Trainieren, zum Machen, zu tun. Und ich denke, wir können uns da optimal auf diese Spiele vorbereiten. Ulrike John. Herr Rubisch, jetzt haben Sie den Kader oder den Kreis ja eher ein bisschen vergrößert noch. Zu Olympia dürfen dann nur 18 mit. Wie haben Sie denn die Mannschaft so auf diese, sage ich mal, diesen verstärkten Konkurrenzkampf in den nächsten Wochen und Monaten eingestimmt? Eigentlich bin ich es gewohnt normalerweise, dass ich meinen Kader habe, wenn ich das über die Zeit mache, der sich ungefähr so bei 30 bis 40 Spielern bewegt, letztendlich, weil ich genau weiß, was da teilweise auf mich zukommen kann, wenn ich jetzt so Sachen wie Olympia habe. Beim Olympiakader ist es halt so, dass ich reduzieren muss und dass ich dann nur 4 Spieler auf Abruf habe, auf einen Torwart, 3 Feldspieler. Nein, ich denke, das ist für die Mädels auch klar. Wir reden da einigen offen drüber. Jeder weiß, dass wir nur mit 18 dahin fahren können. Und dann werde ich, war die Frage, kam ja auch schon mal, wer sind denn die Kandidaten? Das werden wir dann sehen. Also bis dato ist ja so, dass wir schon, jetzt haben wir 2 Verletzte. Dann werden wir sehen, dass die bis dahin wieder fit sind, hoffe ich zumindest. Und dann werden wir halt gucken, wer performt, wer ist gut drauf, wer spielt gut. Und letztendlich werden wir da mit einer Mannschaft hinfahren, die dann eben halt, wie ich das immer so schön sage, dahin fährt und nicht nur teilnimmt, sondern ihre Spiele gewinnt. Jessica Sturmberg. Hallo, Herr Rubisch. Sie hatten in Heerenveen schon gesagt, dass der personelle Umbruch jetzt so auch eingeleitet wird und jüngere Spielerinnen zum Zuge kommen sollen. Also ist diese EM-Qualifikation auch so ein bisschen der Weg hin zu dem Umbruch und zu Olympia, was ja dann auch Ihr großes Finale sein wird mit dieser Mannschaft? Na gut, mein Finale ist jetzt nicht so wichtig, sondern es ist ein Finale, was die Mädels angeht. Und ich habe ja immer gesagt, ich will, dass die Mädels unbedingt dahin fahren. Ja, der Umbruch, wir haben ein bisschen was eingeleitet. Wir sind also mittendrin, sage ich jetzt mal einfach. Und für mich geht es eigentlich auch darum, sag ich mal, und das sieht man, glaube ich, auch an Magul jetzt, dass man auf der einen Seite bin ich in Italien gefahren, habe mir das angeguckt, was sie da spielt und wie sie spielt. Bei Philly Rauch haben wir die gleichen Info, sodass wir da auch nochmal, wie gesagt, sie wieder mitgenommen haben, jetzt in dieser Form, um halt nochmal zu gucken, was kommt nachher für uns auch für Olympia in Frage. Also da haben wir noch keine Tür auf und keine Tür zugemacht. Also auf haben wir sie gemacht, aber noch keine Tür zugemacht. Wieso fehlt Ihnen denn Svenja Huth? Ja gut, ich meine, über Svenja, glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, weil Svenja war und ist eine Spielerin, die du einfach ja immer wieder gebrauchen musst. Das hat sie in Wolfsburg jetzt auch wieder gezeigt. Aber gut, das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat jetzt am Ende und das gilt es auch zu akzeptieren. Aber wie gesagt, ich hätte sie gerne auch behalten. Max Jakob Ost.
Ja, gerade, Sie haben es eigentlich schon indirekt angesprochen, Kommunikation ist ja jetzt, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, sowohl mit den Spielerinnen, die Sie eingeladen haben, als auch mit denjenigen, die Sie jetzt nicht mitgenommen haben. Ich würde da gerne nochmal zu Sophia Klein-Herne die Nachfrage stellen. Sie werden jetzt im Detail nicht verraten, aber wie sprechen Sie denn mit den Spielerinnen, die Sie nicht nominieren? Bekommen die von Ihnen auch klar angesprochen, woran es noch fehlt, woran es hapert? Wie kommunizieren Sie gerade mit denen, die eben jetzt nicht dabei sind? Ich hatte auf dem letzten Lehrgang 10 Tage Zeit, um mit allen zu reden. Das habe ich getan. Ich habe meistens mache ich zusammen mit der Nürnberg diese Geschichte. Wir haben also mindestens mit jeder Spielerin eine halbe bis dreiviertel Stunde gesprochen. Also ihnen auch alles erklärt, wie wir sehen, wo wir dann, wo der Stand der Dinge ist und so weiter und was wir erwarten. Das mache ich eigentlich grundsätzlich. Also bei mir ist es halt einfach so, Sie haben es ja gerade gesagt, Kommunikation ist beidseitig. Wenn noch was ist, können die Mädels auch jederzeit zu mir. Ich bin halt der Typ, der vielleicht auch ganz offen und klar und deutlich immer sagt, was er denkt und was er meint und was er glaubt. Und das mache ich mit den Spielern grundsätzlich. Ulrike John. Ich noch eine spezielle Frage zu Jule Brandt. Sie haben ihr ja zuletzt das Vertrauen geschenkt und sie hatte vorher einiges an Kritik sich anhören müssen. Wie sehen Sie denn Ihre Entwicklung und was erwarten Sie von ihr noch für einen nächsten Schritt? Ich sage es mal einfach so, bei Jule, denke ich, sind wir ungefähr bei 50% oder bei 60%. Man hat gesehen auch bei uns, was da möglich ist. Man hat auch gesehen jetzt zuletzt in der Liga, sie kann Tore machen und sie kann Spiele entscheiden. Sie hat natürlich ein Mördertempo, aber sie muss es halt noch effektiver ausspielen, weil sie lässt eigentlich noch viel zu viel liegen. Und für mich geht es eigentlich darum, sag mal, ich bin, und das ist ja das Gleiche jetzt auch Richtung Olympia geguckt, dass wir eine Kommunikation haben, A, was die Spieler angeht, aber A, auch was die Vereine angeht, die Trainer angeht. Und so, dass wir da auch gemeinsam einen Weg finden und einen gemeinsamen Weg gehen, der jetzt Richtung Olympia geht. Weil da kommt noch die Urlaubszeit dazwischen, da sind noch Spiele dazwischen, da kommt wieder die Vorbereitung und. Und das wird nur ein Beschluss werden. Oder da kannst du eigentlich nur zusammen wirklich versuchen, gemeinsam einen Weg zu gehen. Und dass wir dann wirklich mit einer Top-Fit-Mannschaft und das hat man ja nach der Auslosung jetzt gesehen, dass wir da eine Top-Fit-Mannschaft brauchen, die auch körperlich in der Lage ist, dagegen zu halten und zu bestimmen. Und das wird, sag ich mal, das Wichtigste sein. Diese Spiele, die wir jetzt haben in der Europa League, also in Vorbereitung jetzt auf die Europameisterschaft, werden wir natürlich dafür nutzen. Jana Lange. Ja, hallo Herr Rubisch. Ich würde gerne nochmal die Nachfrage stellen zu Bibiane Schulze-Solano, weil wir die ja alle noch nicht so gut kennen, wie Sie sie jetzt gesehen haben zuletzt. Können Sie mal sagen, was Sie damit meinen, wenn Sie sagen, sie ist eine interessante Spielerin? Vielleicht hat sie ja auch was, was die anderen Innenverteidigerinnen nicht haben. Ja, ich meine, interessant ist sie aus einem ganz einfachen Grund, weil sie bringt alles mit. Sie hat eine gute Körpergröße, sie spielt auch körperbetont, sie hat ein gutes Zweikampf und ein gutes Passspiel. Was eigentlich jetzt nicht verwunderlich ist in Spanien. Zum anderen muss ich sagen, die Spanier haben sie zweimal eingeladen. Da hat sie jedes Mal nicht spielen können oder hat da nicht gespielt, weil sie entweder krank war oder verletzt war. Und dann haben wir sie beobachten lassen und haben sie angeguckt und haben uns dann nochmal auch 1, 2, 3 Videos angeguckt und haben dann gesagt, okay, sie ist halt für uns interessant aufgrund der Tatsache, dass wir hinten immer wieder geguckt haben, was suchen wir, was brauchen wir. Und sie ist eine Spielerin, die kann auch vor der Abwehr spielen, die kann links oder rechts spielen und sie kann vor allen Dingen zentral spielen und dazu kommt, dass sie den linken Fuß hat. Frank Hellmann. Herr Rubisch, dann da nochmal nachgefragt bei der Personalie. Heißt das, die hätte beide Optionen und hätte für Spanien spielen können und Sie wollen die sozusagen jetzt auch für den DFB sichern und damit ist ja ein Qualifikationsspiel auch festspielen für Deutschland? Und eine zweite Frage hätte ich auch noch, Ihnen folgt ja jetzt Christian Wück, Sie haben schon sehr viel dazu gesagt. Wie ist da eigentlich jetzt die Kommunikation? Sprechen Sie schon mal miteinander zwischendurch oder schaut er sich das alles so im Verborgenen an, lässt Sie in Ruhe machen und im Sommer gibt es dann eine Stabübergabe? Ja, zuletzt haben Sie es eigentlich schon richtig beschrieben. Also bis ich nach Olympia aufhöre, bis dahin ist es in meinem Bereich. Natürlich haben wir zusammen telefoniert, natürlich tauschen wir uns aus. Dafür kennen wir uns eigentlich zu lange für König. Und dass er sich informiert, ich gehe davon aus, dass er in Aachen vielleicht dabei ist. Ich weiß auch, dass er sich jetzt schon mal informiert,
was möglich ist über sämtliche Spiele, Spielerinnen in der Form. Und nein, ich denke, das ist ein ganz normaler Werdegang. Nationenwechsel der Spielerin Solano muss ja, heute die Festspiele. Ja, ja, klar. Aber ob er festspielen lassen oder nicht, das werden wir dann sehen. Die Frage ist einfach auch, lassen wir jetzt erstmal kommen, dann gucken wir im Training weiter. Ich bin davon überzeugt, dass sie alles das, was wir eigentlich brauchen und was ich gerne hätte und was die Mannschaft vor allen Dingen braucht, dass sie uns das mitbringt auf der einen Seite. Oder werden wir sehen, wie das nachher ist. Ob sie von Anfang an spielt oder ob sie erst in der zweiten Halbzeit kommt oder ob sie erst im zweiten Spiel kommt. Also geben Sie uns mal ein bisschen Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja 10 Tage. Sie haben ja eben schon gesagt, wir fahren ziemlich früh nach Österreich. Klaus Gahr. Moin, Herr Rubisch, ich habe eine Nachfrage. Und zwar Ann-Kathrin Berger, die spielt bei Chelsea nicht so oft oder gar nicht. Warum hat sie den Vorzug gegenüber zum Beispiel Maler Groß bekommen, die Stammspielerin bei Bayern München? Ja, Ann-Kathrin Berger ist ja nun sagen wir eine erfahrene Spielerin, die schon über Jahre nachgewiesen hat, was sie kann. Für mich ist es ein Typ, der Mannschaft unwahrscheinlich gut tut. Auf der einen Seite, sie spielt im Moment bei den Jungs in England und hat ein paar Probleme mit ihrer Trainerin da, was ich weiß. Aber ich weiß auch, was sie für Qualitäten hat. Und deswegen war es für mich also jetzt hier, und das habe ich ja auch immer gesagt, wichtig eigentlich auf dieser Position 2 erfahrene Torhüterinnen zu haben und auch eine Junge aus Frankfurt im Moment, wo ich dann eigentlich top besetzt bin mit. Okay, vielen Dank. Bitte. Max Jakob Ost. Sie haben vorhin beschrieben, wie Sie die Spielerinnen scouten, auch im Ausland. Jetzt haben wir ja gerade fast schon so eine Welle von Spielerinnen, die Bundesliga verlassen. Würde mich interessieren, zum einen, finden Sie, das sagt etwas aus über den Zustand der Bundesliga und wie verändert sich denn Ihr Job dadurch, dass Sie jetzt eben dann doch eine ganze Reihe von Spielerinnen haben, die Sie nicht oder nur unter erheblichem Aufwand vor Ort im Stadion beobachten können? Danke. Ja gut, aber sagen wir, diese Beobachtung oder so, ich bin ja nicht alleine. Wir sind ja zu dritt, zu viert. Britta ist noch da, Thomas Nürnberg ist da. Ich habe Daniel Nista und so weiter. Dann hinzukommt, den einen oder anderen kennt man auch. Dann kann ich selber gucken. Also nein, ich denke mal, dass jetzt einige ins Ausland wechseln, spricht eigentlich für die Liga, dass sie stark sind oder in den Vereinen, wo sie spielen. Man sieht zum Beispiel auch in Wolfsburg, auch Frankfurt oder München. Es sind auch viele aus dem Ausland, die bei uns spielen. Also die Liga wird sich entwickeln. Man sieht an Hoffenheim, dass es vorwärts geht. Man hat auch gesehen, Frankfurt, wie schwer sie sich getan haben gegen Bremen. Das sind ja halt einfach die Dinge. Es entwickelt sich ja was. So, wenn Sie Spanien nehmen, nur mal so als Beispiel jetzt, da spielen wir schon mit 16 Mannschaften. Wir spielen immer noch mit 12 Mannschaften. Da muss man halt auch mal sehen, ob man das Spiel irgendwann mal erweitert und das Niveau noch weiter anpasst. Das sind alles so Dinge, die da reinspielen. Also zu beobachten und zu gucken und nachzusehen, ich denke mal, das ist eigentlich nie so schwierig, weil ich bin auch nach Mailand gefahren, habe als Beispiel jetzt mal Inter gegen Juve gesehen. Es war ein Topspiel, muss ich halt dazu sagen. Das Niveau war überragend. Bleibe ich einfach dabei, vor allen Dingen, was Juventus hat. Und bei Inter war es halt so, dass sie wirklich kompakt über die Mannschaft gespielt haben. Endergebnis war 3-3 zum Schluss. Beide haben noch einen Elfmeter verschossen und zweimal den Pfosten getroffen. Also es war, ich will nicht sagen offenes Visier, aber du hast gesehen, Körperbeton mit viel Tempo, auch gute Individualisten. Und das wird auch der Maßstab sein, denke ich mal jetzt, was da auf uns zukommt bei Olympia. Gibt es weitere Fragen an Horst Rubesch? Ich sehe keine neuen Wortmeldungen. Dann schließe ich die Medienrunde an dieser Stelle und bedanke mich ganz herzlich für eure Teilnahme und schon mal frohe Ostertage. Wünsche ich auch frohe Ostern und hoffe, wir sind in Österreich. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Tschüss. Tschüss.